Biomutant. Textsprache wählen. Deutsch. Ja, es ist endlich soweit. Wie kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. Ja, genau. Jetzt aber willkommen zu Biomutant. Ich freue mich tierisch. Und mein Mikrofon hat gerade übersteuert, weil ich mich so sehr freue. Ja, ich habe das Ganze vorbestellt. Ich nehme jetzt auch direkt, es ist gerade 20 Uhr. Um 19 Uhr wurde es freigeschalten. Ich habe es quasi direkt nach der Freischaltung, runtergeladen. Und wir fangen jetzt direkt zusammen an. Es ist, seit 2017 habe ich auf der Liste stehen, dass ich dieses Spiel Let's Playen will. Seit 2017, unglaubliche 4 Jahre. Mittlerweile. Aber ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich bin unglaublich gehypt. Ich habe mich auch von schlechten Bewertungen oder sonst was nicht runterziehen lassen. Ich habe versucht, nicht zu viel zu lesen, sondern ich will mich ganz selbst überraschen lassen. Genau, und deswegen fangen wir zusammen an. Ich glaube, die ersten 2 Parts werden ein bisschen kürzer. Dafür versuche ich nämlich gleich die morgen. Also heute haben wir den 25. Genau, gleich morgen am 26. in der Früh gleich 2 Parts zu bringen. Willkommen bei Biomutant. Ich habe es gerade auch das erste Mal gestartet. Ich wollte alles mit euch zusammen haben. Deswegen schauen wir uns jetzt auch zusammen mal die Einstellungen an. Kamera ist mir egal, Steuerung auch. Achso, Frequenz, wie oft? Ja, 50-50 ist eigentlich ganz gut. So, wir gehen auf jeden Fall mal mit Musik ein bisschen runter. Ich habe schon gehört, der Erzähler ist ja unglaublich leise. Das heißt, wir machen mal alles leiser außer ihn. Das können wir im Spiel auch noch anpassen. Das Kauderwelsch. Was die Tiere ja wohl reden, ist ja auch nicht so wichtig. So, das wollen wir ausmachen, annehmen. Wie gesagt, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Scharfzeichnungsstärke. Okay, dynamische Auflösung. Wir lassen es mal an. Ich mag es eigentlich nicht. Ich bin gar kein Freund davon, von der dynamischen Auflösung. Aber ich habe schon gehört, dass es manchmal wohl nicht so flüssig läuft. So, maximal klingt gut. So, das hier lassen wir auf Standard. Aber Felddetails wollen wir schon auf maximal. Wofür habe ich eine gute Grafikkarte? So, genau. Hat er das jetzt gespeichert? Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich drehe das Spiel jetzt mal wieder lauter. Würde ich sagen, fangen wir an. Ich muss das Spiel wirklich sehr laut machen. Ich bin selbst etwas überrascht. Und ihr seht schon, mein Mikrofon steht anders. Ich habe einen neuen Mikrofonarm. Der andere ist mir durchgebrochen.
Einfach so bei der Aufnahme. Aber egal, jetzt geht's los. Leicht, mittelschwer, schwer. Mittelschwer. Ich glaube nämlich, dass sowieso erst die Charaktererstellung kommt, oder? Kleiner Grashüpfer. Also auf meinen Ohren ist das Ganze furchtbar. Meine DNA. Wir haben... Spezies müssen wir als erst wählen. Die Urläufer sind eine sehr gewandte, anthropomorphe Spezies. Als Hybrid hat ihre Genmutation sie flink und wendig gemacht, allerdings auf Kosten eines höheren Intellekts. Naja, aber 28 Intellekt. Dann halt süß aus. Der Dumdon. Von allen anthropomorphen Spezies gehören die Dumdon zu den am wenigsten entwickelten. Die Hybridwesen kompensieren ihre mentale Schwäche mit Körperkraft. Achso, hier, Nahkampfschaden ist da schon mal höher. Die Rex sind eine außergewöhnlich weit entwickelte anthropomorphe Spezies. Der DNA-Strang dieser verstoßenen Hybridwesen hat sich physisch und mentalen Herausforderungen gleichermaßen angepasst. Also die sind quasi ein bisschen ausgeglichener. Der hier ist nicht so schlau, aber dafür agil. Auch wenn sich bei der Bewegungsgeschwindigkeit nirgends irgendwas ändert. Die hier machen ein bisschen weniger Schaden, haben mehr Vitalität und mehr Intellekt. Hühler. Die Hühler sind eine anthropomorphe Spezies mit regenerativen Eigenschaften. Eine Genmutation hat die Hybridwesen extrem robust und widerstandsfähig gemacht. Also der Tank quasi. Der FIP. Die Spezies der FIP ist bekannt für ihren hochentwickelten Verstand. Ihr genialer Geist ist eng verflochten mit den Ki-Kräften, was ihre psionische Energie noch verstärkt. Und die Murgel gelten als Inbegriff einer idealisierten Spezies. Im Laufe ihrer evolutionären Entwicklung haben Form und Erscheinung die Oberhand über Funktion gewonnen. Viel Charisma. Also sehr gut im Falschen. Schwierige Entscheidung. Der hier schaut halt mit Abstand am coolsten aus. Der Urläufer, aber ich glaube, danach sollte man gar nicht so sehr gehen. Zwischen Rex und Murgel schwenke ich hin und her. Sagt man das so? Der hat halt nicht so viel Kraft, KI, Energie, Energieregeneration, Intellekt. Aber Intellekt, kann es sein, dass das Magie ist? Ich glaube schon. Ich glaube, wir nehmen den Murgel. Der ist charismatisch, hat viel Glück. Hohe Beutechance. Wir nehmen den Murgel. Lege die Anfangsattribute deines Charakters fest, um genauere Beschreibungen der Auswirkungen jedes Attributs zu sehen. Drücke. Definiere deine genetische Struktur. Also wir können uns jetzt extrem stark machen. Dafür alles verlieren wir halt immer an allem anderen. Und je nachdem ändert sich auch unser Aussehen. Können sehr agil sein, wir können sehr schlau sein, kriegen dadurch eine ganz lange Nase. Können charismatisch... Schaut der charismatische so doof aus. Und wir können natürlich ganz vital sein. Schade, ich würde gerne stark und charismatisch sein. Aber das geht nicht, ne? Hey, also je weiter ich darüber gehe, desto weiter senkt sich das.
Also man kann sowieso eigentlich nur zwei Sachen haben, oder? Hier kann ich mein Aussehen ein bisschen anpassen, ohne dass sich was ändert. Okay, so steigt unser Charisma sehr deutlich. So machen wir es. Ich glaube, dass Charisma unsere Sache ist in dem. Wähle eine genetische Widerstandskraft. Ach, da ändert sich die Farbe von unserem Arm. Sechs, zwölf, 18, 24. Ah, man kann quasi 7% und 6% haben. Dann lassen wir uns das doch mal probieren, dass wir... Gegen was wollen wir denn 7% haben? So ist ausgeglichen. Ich glaube, wir wollen ein bisschen mehr Radioaktivität als alles andere. Jetzt haben wir sogar 7766 geschafft. So machen wir es. Wähle deinen Fellstil. Gott, ändert sich da viel. Das ist cool. Ich finde fast das hier am coolsten. Nehmen wir das. Bestimme deine Hauptfarbe. Ne, ich finde das Orange ganz schön, muss ich sagen. Ich habe grüner. Ne. Wir bleiben bei Orange, wähle gefällt mir gut. Detailfarbe. Die Zweitfarbe. Also können wir uns echt hässlich machen. Ne, ich hätte gern so ein natürliches Weiß. Genau, so irgendwas. Wähle eine Klasse. Da, jetzt kommen die Klassen. Gott, so viel zu. Der. Söldner ist ein erfahrener Schwertkämpfer, der den Umgang mit der Klinge beherrscht. Zwillings-Silbergriff, Nahkampf-Doppelwaffenfähigkeit, rüstet zwei verschiedene einhändige Nahkampfwaffen aus, um beide gleichzeitig für Angriffe mit Nahkampfwaffen fügen dem Ziel 10% zusätzlichen Schaden. Deine Fernkampfwaffen werden sofort nachgeladen und dein nächstes Magazin erhält plus 20% Schaden. Scharfschützen sind trickreiche, begabte Gauner, die ein Leben außerhalb von Recht und gesellschaftlichen Werten gewählt hat. Kommando. Kommandos wurden als Agenten einer Elite-Sondereinsatztruppe ausgebildet. Kommandos sind die Arbeit in kleineren Teams gewohnt. Angriffe mit Fernkampfwaffen fügen dem Ziel 10% zusätzlichen Schaden zu. Psy-Freak. Der Psy-Freak. Sie experimentieren mit psionischen Kräften und Mutationen. Sie sind meist Ausgestoßene, die am Rande der Gesellschaft leben. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um deinen Funkenball abzufeuern. Dabei wirfst du einen Ball in die Richtung, in die du schaust und fügst dem getroffenen Gegner Schaden zu. Deine Ki-Energie-Regeneration wird um 20% erhöht. Saboteur. Der Saboteur ist ein gerissener, fähiger Kundschafter, ausgebildet für verdeckte Operationen sowohl in Vororten als auch in der Wildnis. Wächter. Also, Nahkampf-Doppelwaffenfähigkeit, rüst zwei verschiedene aus, genau. Und deine Energiekosten fürs Ausweichen werden um 20% reduziert. Wächter. Der Wächter widmet sich voll und ganz dem Schutz.
eines Hauses. Sie setzen sich für die Organisation als Ganzes ein und sind felsenfest von ihrem Dogma überzeugt. Dein Grundrüstungswert ist um 10% erhöht. Siegfried, Kommand, Scharfschütze, Söldner. Ich glaube, der Söldner ist hier die DLC-Klasse, oder? Als Vorbesteller bei uns. Ich finde aber eigentlich den Saboteur am coolsten. Wir nehmen den Saboteur. Aber ich glaube, das war's mit der Charaktererstellung. Achso, wir können. Stimmt, Wertedetails könnten wir uns auch noch anschauen. Achso, ja, was das alles ist. Ich glaube, ich lade die Charaktererstellung einzeln hoch. Und den Rest seht ihr dann im nächsten Part. Der kommt immer um 12 Uhr. Geht morgen auch gleich los. Also wenn ihr das hier schon ganz in der Früh seht, dann müsst ihr nicht lange warten auf den ersten Part. Ich bedanke mich aber ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid genauso bereit wie ich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim ersten Part von Biomutant wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.